Moin Moin meine lieben Pokémon-Freunde, News, 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 es sind wieder News draußen, Leute. Pokémon Unite hat ein neues Update draußen, darunter super viele Leaks. Ihr werdet morgen die Tage noch ein paar neue Videos dazu bekommen. Es gab unglaublich krass viele Leaks, dadurch, dass das Update da war. Also im Endeffekt, Pokémon Unite wurde geupdatet, neue Daten wurden eingepflegt, Leaker waren erfolgreich, beziehungsweise Datenmining haben super viel betrieben. Es gab super viele neue Infos. Wer als nächster Held reinkommt, also welcher Champ kommen wird, etc. Heute gehen wir aber erstmal das Neue für Pokémon Unite durch, was alles gekommen ist, was geil ist, was gut ist, was schlecht ist. Das quatschen wir heute mal durch. Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, könnt ihr kostenlos machen. So, let's go, viel Spaß mit dem Video, ja. So, wir fangen direkt an. Pokémon Unite hat ein Update bekommen. Erstmal gab es einen brandneuen Kämpfer. Das ist hier Trombok an dieser Stelle. Trombok ist als brandneuer Kämpfer hinzugefügt worden. Kostet 10.000 Pokémon, ja, Münzen. Und wie soll ich sagen, es ist ein Tank. Ein Tank, der sehr viel auf Eigenheal ausgebaut ist, muss man dazu sagen. Die Fähigkeit besitzt, dass es sehr viel Eigenheal macht. Die Attacken heilen einen sehr viel. Man versucht den Gegner ein bisschen zu schwächen, man versucht sich aber dann wieder dran hochzuheilen. Also ist alles sehr viel auf Eigenheal ausgelehnt. Explizit bekommt ihr noch. Es ist ein Nahkämpfer-Tank, also das heißt, man muss in den Nahkampf gehen. Trombok an sich ist eigentlich ganz cool gemacht. Man startet als Paragoni, sehr cool gemacht eigentlich. Finde ich geil. I like it. Ja, ja, aber ihr kriegt noch einen Guide von mir, weil ich bin noch ein bisschen dabei, das Ding zu testen im Moment. Es ist ein ganz guter Guide, im Moment würde ich, oder ein ganz guter Guide, ein ganz guter Tank. Ich würde ihn, glaube ich, aber noch nicht auf Position 1 oder sowas packen. Würde ich nicht machen. Also auf Platz 1 definitiv nicht als Tank. Es ist auch diesmal nicht overpowered, meiner Meinung nach. Aber ich teste noch ein bisschen deswegen. Ihr werdet in den nächsten Tagen einen Guide davon bekommen zu Trombok. Wird witzig, wird funny. Ich bin noch am Testen, was im Moment der beste Play ist. Im Moment würde ich Leitteiler und Flug bevorzugen. Man kann aber auch Leitteiler und Holzhammer spielen, geht auch meiner Meinung nach, aber ich schaue es noch nach, Leute. Ich sag's euch, ich schaue es nach. Let's go, wir gucken jetzt erstmal die neuen Patchnotes an. Das hat sich nämlich einiges getan. Wir fangen direkt mit Dragoran an. Dragoras Standardangriffe, die Reichweite wurde verkleinert und der Schaden von Hyperbeam wurde verringert. Ich weiß nicht, ob es so Vorteil ist, einfach den Schaden von Hyperbeam zu verringern. Eigentlich hätten sie dass man die Dens stapeln kann, runternehmen müssen. Dadurch wäre Hyperbeam auch nicht mehr so strong. Es ist immer noch stark, besonders wenn ein Schwächenschutz drauf sein sollte auf Dragon oder ähnliches. Es kann immer noch gut stealen. Also unglaublich gut stealen. Also man muss es wirklich sagen, es kann unglaublich gut stealen. Immer noch. Immer noch. Und das liegt definitiv nicht daran, weil es jetzt ein bisschen weniger Damage macht mit dem Hyperbeam. Es liegt wirklich nicht daran. Es ist immer noch unglaublich gut. Turbo-Tempo wurde ein bisschen angepasst, beziehungsweise die Reichweite wurde vergrößert. Meiner Meinung nach musste das sein, weil Turbo-Tempo war kaum spielbar. Jetzt ist es auf jeden Fall besser spielbar. Das heißt, Dragoran hat so einen kleinen Nerf bekommen und einen kleinen Buff. Aber der Hauptteil ist halt größtenteils der Nerf. Der Meteor oder der Meteoreinschlag wurde auch ein bisschen abgeschwächt. Fand ich auch völlig okay. Obwohl der Damage war nie so viel. Allein das Problem ist einfach, dass Dragoran sich so einen enorm großen Schild gibt. Das ist das Problem. Also der Damage-Output von Meteorschlag war gar nicht so strong, meiner Meinung nach. Sie hätten einfach den Schild runternehmen müssen. Aber gut, dazu nochmal näher. Floral wurde auch genervt. Ob es unbedingt sein musste, naja, weiß ich nicht. Standardangriffstempo wurde erhöht. Okay, finde ich in Ordnung. Dreifachsachse, der Effekt wurde abgeschwächt und der zugefügte Schaden wurde verringert. Extremst krass, dass das nochmal wieder runtergesetzt wird. Ich dachte schon beim letzten Update, dass es so bleiben wird, aber Floral hat dadurch noch einen weiteren Nerf bekommen, deswegen sad, sehr schade. Dadurch wurde die KP-Wiederherstellung erhöht bei Stampfer, damit man Stampfer mehr pickt. Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber die Gratschrutsche wurde auch angepasst. Die ist nämlich jetzt von 6 Sekunden auf 8 Sekunden gegangen von der Abklingzeit her. Ist nicht so geil, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ist definitiv nicht so strong und nicht so geil. Also, es ist auf jeden Fall ein Nerf. Definitiv, es ist auf jeden Fall ein dicker Nerf. Deswegen, sehr schade eigentlich drum. Sehr, sehr schade drum. So, wir gucken uns dann weiter an. Fiare wurde unter anderem gebufft. Also, das wurde nicht genervt. Das Ding wurde gebufft. Geil, ne? Das hört man richtig, richtig gerne. Die Attacke von Fliegen, die Attacke wurde gestärkt. Beziehungsweise, der Damage wurde ein bisschen reduziert. Aber die Aufladezeit wurde verringert. Das heißt, im Endeffekt, normalerweise hat es einen 10-Sekunden-Cooldown. Wenn ihr aber einen Gegner trefft,
ist das automatisch bei 4 Sekunden Cooldown. Das heißt, der ist um 4 Sekunden verringert, das ist nur ein 6 Sekunden Cooldown. Ist ganz geil. Fiero könnte dadurch viel, viel besser spielbarer sein. Extrem cool. Ja, finde ich nice. Des Weiteren wurde Eroas verstärkt und Anpassung von der Steuerung wurde ein bisschen angepasst. Also auch da wurde ein kleines bisschen das Ding angepasst. Dass der Schaden erhöht werden musste, war klar. Obwohl, ich bin immer noch der Freund Nitro-Ladung vor Eroas. Aber sei jetzt so mal dahingestellt. Lucario hat unter anderem wieder auch hier, meiner Meinung nach, kann man glaube ich sagen, Lucario hat hier wieder einen Nerf ein bisschen kassiert. Zugefügter Schaden von Sternhieb wurde verringert, der Effekt auf gegnerische Pokémon wurde abgeschwächt, Turbo-Tempo, die KP-Herstellung wurde verringert, ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen relativ strong, aber kann man machen. Und der Nahkampf wurde ein bisschen erhöht, damit man das dann mehr spielt, ist okay. Steigerungshieb, Fehlerbewegung, ich weiß nicht, was da für ein Fehler war, aber auf jeden Fall auch sehr nice. Glurak hat meiner Meinung nach einen extrem guten Buff gekriegt. Extrem gut, spielt selber mal, sehr nice, gefällt mir, ja. Angriffstempo bzw. das Movement wurde verringert, wenn die Leute von Feuerattacken getroffen werden. Richtig, richtig gut. Die Geowucht-Attacke wurde vergrößert, das heißt, die Unite-Attacke wurde vergrößert, die Reichweite davon, damit man Leute grabben kann. Sehr, sehr, sehr nice. Dann wurde auch unser lieber Sevaro ein bisschen angepasst. Meiner Meinung nach auf jeden Fall, ich habe es in den Streams schon ein paar Mal gesagt und auch bei den ganzen anderen Sachen, es war nötig und es kam auch. Sevaro hat eine Anpassung bekommen, leider aber dafür immer noch viel zu schwach. Es wurden die Statuswerte erhöht, immer noch viel zu schwach. Es wird viel zu einfach umgehauen auf der kompletten Meta im Moment. Zwar wurde der Schaden erhöht und es ist auch eigentlich ganz cool, aber es ist viel zu schwach. Viel zu schwach, wenn man einmal gestunt wird, ist man in der Regel down. Nicht so geil, nicht lohnenswert, überhaupt nicht. Machamai wurde auch ein bisschen angepasst, da bin ich gerade bei, das Ding noch zu testen. Meiner Meinung nach extrem strong. Karateschlag hilft zum Beispiel im Early-Gen extrem gut, um Sachen zu stehlen und sowas. Die Reichweite von Wuchtschlag wurde erhöht, auch extrem nice. Und Überroller wurde ein bisschen angepasst, weiß nicht, ob das so effektiv ist. Ja, und die Statuswerte wurden ein bisschen erhöht, auch da nice. Geiler Buff. I like it. Gengar wurde komplett überarbeitet, also nicht komplett überarbeitet, aber hat einen riesen Buff gekriegt. Es entwickelt sich nicht früher, aber es kriegt die Attacken auf jeden Fall früher, das heißt, es lernt früher Matschbombe, Spukball, Hex, also es lernt alles früher, Traumfresser und ich sag, wie es ist, Leute, unglaublich strong, geil. Richtig gut, probiert es aus, zockt das Ding jetzt mal. Macht richtig, richtig Laune und kann richtig, richtig krass sein. Terraura wurde nur ein bisschen was angepasst, okay. Knarrat hat einen kompletten Rework bekommen, auf gut Deutsch kann man glaube ich sagen. Das Ding wurde komplett einmal ein bisschen angepasst. Schaufler wurde ein bisschen angepasst. Schaut das Ding auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Die Pokémon werden jetzt ein bisschen weiter hochgeschleudert. Dann wurde Schaufler wie gesagt angepasst. Erdbeben wurde angepasst. Schaufler Plus wurde angepasst. Erdbeben Plus wurde angepasst. Drachenstoß wurde angepasst. Das Ding hat einen kompletten Rework bekommen. Keine Ahnung wieso. Ich fand es sehr strong sowieso schon an sich. Aber jetzt finde ich es auf jeden Fall richtig, richtig geil. Probiert es auf jeden Fall aus. Und zum Schluss kommen wir noch zu den Items. X-Angriff wird für kurze Zeit jetzt nicht nur sonst den Angriff und den Spezialangriff erhöhen. Nein, es erhöht jetzt auch das Angriffstempo. Also auf jeden Fall auch da lohnt es sich vielleicht mal den X-Angriff zu wählen. Und man muss ja sagen, der Trägheitsrauch, also im Prinzip diese Rauchbombe, die man auf den Boden schmeißen kann, wurde auch ein bisschen angepasst. Habe ich ein paar Mal getestet, im Moment aber trotzdem noch nicht so gut spielbar. Fluchtknopf ist meiner Meinung nach immer noch die bessere Wahl. Die Neko-Route wurde auch wieder ein bisschen angepasst, aber auch da nicht so lohnenswert. Obwohl man sagen muss, alles in allem war es ein sehr solides Update, was kam mit Trombok jetzt rein am 20. Januar. Sehr nice. Schaut auf jeden Fall mal wieder ins Game rein. Lohnt sich. Vieles wurde angepasst. Leider noch nicht so, was man gerne hätte. Sevaro auf jeden Fall muss definitiv noch mal ein bisschen überarbeitet werden, damit es mehr gepickt wird. Dragoran müsste noch ein bisschen abgeschwächt werden, meiner Meinung nach. Auch da bin ich noch am Testen. Aber ansonsten ist es an sich ein ganz solides, gutes Update, was kam. Ja, Leute. Viel Spaß beim Zocken in Unite. Haut rein. Bis zum nächsten Video.